euch dreht sich der Wirbel des Hyperraums, um sich dann nach einem relativ kurzen Flug wieder aufzulösen und euch in ein neues Sternsystem zu entlassen. Ihr seht das Hauptgestirn dieses Sonnensystems in der Ferne, etwas blass funkelnd, ist kein besonders starker Stern und auch kein besonders ereignisreiches oder beliebtes Sonnensystem. Es ist nur so eine Zwischenstation und eines, wo Leute auch gerne mal abtauchen, weil es, wie schon erwähnt, einen interessanten Strahlungsgürtel hat. Da, wo viele andere Sonnensysteme langweilige Asteroiden haben, gibt es hier einen Partikelstrom, hinter dem man sich verstecken kann oder mit dem man seine Signale abdämpfen kann. Was man aber auch nutzen könnte, um zum Beispiel jemanden reinzudrängen und dessen Antriebe auszuschalten. Aber das ist jetzt die Frage. Ihr müsst zunächst einmal das Schiff, das ihr sucht, finden in diesem Sonnensystem und dann schauen, wie es weitergeht und was ihr vorhabt. Gibt es eine allgemeine Andockstation, Hafen oder sowas in der Art? Es gibt eine Raumstation, die weiter drinnen im System ist und die aber mehr oder weniger verrufen ist, als dass man da viel zu viel für alle Dienstleistungen bezahlt. Und auch wenn man dort Reparaturen oder sowas machen lässt, das meistens eh nicht lange hält. Also ich denke, da werden wir die Piraten nicht finden. Könnte ihr Co-Pilot vielleicht nach dem Schiff scannen, das wir suchen? Ich denke, es sollte, also wenn es sich nicht versteckt, wird es leicht zu finden sein. Ansonsten müssen wir vielleicht noch andere Methoden in Betracht ziehen. Ja, aber wir brauchen noch einen Anhaltspunkt, also wie das Schiff aussieht. Ja, keine Ahnung jetzt, wie das Schiff aussieht. Das ist eine, was war es nochmal für eine? Es ist ein mittelschwerer Frachter. Mittelschwerer Frachter. Kann es nicht alles Kilo? Sein? 500 Tonnen, oder? Also ihr sucht etwas, was ein kleines bisschen größer ist. Also so groß wie unser Feind. Im Grunde genommen ein bisschen so groß wie der Feind. Ja, ja. Und ihr habt Teile des Transponder-Signals, den das Schiff haben sollte, in euren Daten tatsächlich. Das könnte helfen. Wenn man C1, er schließt sich wieder an den Falken an und versucht, was zu finden. C1 sagt, er findet eine Signaturspur. Das ist in den Raum hinein behauptet, aber ja, das stimmt tatsächlich. C1 sagt, dass er tatsächlich über das Sensorium des Schiffes das deutlich besser ist als seines. Er hat tatsächlich für einen Astromech-Droiden sehr guten eigenen Sender und Empfänger und ist auch eingeklinkt. Es gibt so eine Art geheimes Netzwerk unter den Droiden der Allianz, wo C3PO mehr oder weniger vorneweg ist. Gar nicht mal schlecht für so eine kleine Flechtkiste. C3PO hat das aufgebaut. C3PO ist tatsächlich dabei, so ein bisschen so einen kleinen Geheimdienst der Droiden aufzubauen, weil niemand achtet auf diese. Dieser kleine Racker. Ja, das sind unauffällige kleine Blechbolzen oder Mülltonnen, die durch die Gegend wackeln und selbstverständlich Dinge erledigen. Und niemand achtet drauf, was man in der Nähe sagt. Das kann sehr praktisch sein. Und dementsprechend stehen die auch teilweise untereinander in Kontakt. Und er sagt, dass er tatsächlich ein Schiff auftreiben konnte im Sonnensystem, dessen Kennung weitgehend mit dem übereinstimmt, was ihr habt. Piraten ändern gerne mal teilweise ihre Transponder-Signale, was natürlich höchst illegal ist, aber jeder macht. Und kann euch ungefähr die Ortung davon geben. Das befindet sich gerade in einem Kurs von der Station weg, die weiter drinnen ist, in Richtung des Randes des Sonnensystems. Es ist immer leichter, weiter weg von der großen Gravitationsquelle wie einem Stern oder dergleichen in den Hyperraum zu springen. Ist dabei, die innere Zone zu verlassen, wo es also bewohnbare Planeten rein theoretisch gäbe, wenn dieses Sonnensystem welche hätte, die eine vernünftige Atmosphäre haben. Und ich hätte gehofft, dass kommt wir irgendwo grob in eure Richtung. Ich hätte gehofft, da müssen wir uns erstmal nicht bewegen, damit es näher kommt. Ich hätte gehofft, das wäre irgendwo angedockt. Dann hätten wir sie einfach da, mindestens mal über den Haufen schießen können. Aber sie scheinen das System eher zu verlassen, wenn überhaupt, als hier zu fliegen. Also müssen wir sie. Wir können das Schiff ja nicht zerstören. Ich weiß auch gar nicht, ob uns das überhaupt, also wie die Bewaffnung des Falkens ist, ob uns das überhaupt gelingen würde. Ich denke, wir müssen sie mit einer Liste dazu bewegen. Tja, wenn du die Kanone bedienen kannst. Ich würde ja fliegen. Das könnte ich tatsächlich. Aber was bringt es uns? Also wenn wir sie beschießen, dann sind sie auf jeden Fall gewarnt. Und dann versuchen sie abzuhauen und da scheitert die Mission vielleicht einfach sehr schnell. Ich würde also versuchen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen und ihm vielleicht irgendeinen Deal anzubieten. Haben sie gerade zufällig irgendwas geladen, was von Interesse sein könnte? Tja. 10 Sixpack Bier. Ja, ich glaube, das wird nicht reichen. Vielleicht. Okay. Chewbacca gibt ein entrüstetes Geräusch von sich. Ich würde vorschlagen, wir behaupten, wir hätten irgendein kaputtes Teil, was wirklich sehr leicht aufzutreiben ist, und hoffen, dass sie es dabei haben. Irgendein Standardteil und bieten ihnen eine horrend übertriebene Summe an, falls sie uns eins geben, also eins verkaufen können. Ja. C1, was könnte das für ein Teil sein? Oder Chewbacca,
Ich nehme an, du kennst das Schiff hier besser als der Pilot. Ja, sag mal. Ja. Sag mal, Chewbacca. Chewbacca stimmt zu, dass er das Schiff besser kennt als der Pilot, der sich auch in den letzten 10 Jahren nicht dazu herabgelassen hat, viel mehr zu lernen. Ach, was redest du immer? Nein. Aber ihm gehört es ja. Und er erklärt, dass wenn du einen von den Injektionsdämpfern vom Antrieb irgendwie sagen würdest, dass der kaputt ist, die haben eigentlich fast alle Schiffe und die sind genormt. Ja, darf ich Ihre Com benutzen? Bitte. Gut, dann Funke. Piep. Ja. Dann Funke. Hast du überhaupt Funken in Star Wars? Ich rufe, was ist bei Star Trek? Ich weiß gar nicht, ich öffne einen... Was Star Trek geht das so? Ist ein Kanal. Funke heißt einfach. Funke. Ja. Funke. Du kannst einfach den Knopf... Du möchtest mit ihnen reden. Ich funke zum Chef. Ersetze so einen... naja, ich versuch's einfach. Hallo da unten! Es ist erstmal eine ganze Weile Stille auf der Frequenz, auf der du es versuchst. Und dann kommt ein... Hier die schwarze Klaue, Entschuldigung, wer spricht da? Schwarze Klaue, hier ist Voin Mürlak. Einer meiner... Was war das mal für ein Injektor? Was du so sagst, sozusagen so... Moment. Injektionsventil. Injektionsdämpfer, sagt Chewbacca auf Wookie, was er da scheint. Injektionsdämpfer. Das ist mir etwas peinlich, aber einer meiner Injektionsdämpfer ist kaputt und ich bekomme hier ohne nicht weg. Wären Sie vielleicht in der Lage, uns einen zu verkaufen? Wir würden ihn auch einen deutlich über den Marktpreis dafür bezahlen. Hier spricht Elchin Malkon, der Captain der Schwarze Klaue. Wir haben es eigentlich relativ eilig. Welches Schiff ist das nochmal? Was benutzt ihr hier immer für eine, falls ihr hier unterm Radar fliegt? Der flache Adler. Flache Adler. Hier ist das Transportschiff der flache Adler. Wir haben im Moment keine Ladung, aber wir würden gerne... Nur etwas zu trinken natürlich. Also wir können Ihnen auch noch etwas zu trinken drauf zahlen, wenn Sie wollen, für Ihre eilige Reise. Aber wir würden Ihnen auf jeden Fall, was kostet so ein Injektionsdämpfer normalerweise? Der würde so 400, 500 Credits kosten. Also ich denke, wir würden Ihnen auf jeden Fall... 700, wenn sie sonst nicht halten würden, auch 1000 Credits dafür bezahlen. Es wird auch nicht lange dauern. Wir kommen wirklich einfach nur kurz an Bord, holen ihn ab, gehen wieder runter und verschwinden wieder. Ich darf irgendwas würfeln? Ja. Dass ich sowas hab. Du kannst auf Täuschung würfeln. Das wäre... Sowas habe ich. Ja, das solltest du haben. Soll ich würfeln, gell? Ja. Also ich würfel jetzt. Ich bin da relativ gut drin. Als Spion sollte ich das sein. Und jetzt sage ich dir, welche fiesen Würfel dazukommen. So, da kommen 2 fiese Würfel dazu und die würfel ich einfach mal und hoffe, dass es gut ausgeht. Ja, es ist. Jetzt heben sich die gegenseitig auf. Diese kleinen Explosionssymbole und die Dreiecke, die gleichen sich im Grunde aus. Und das Einzige, was er übrig hat, ist ein Vorteil. Aber ich kann einfach direkt den, weil es wichtig ist, dass wir an Bord kommen, den helle Seitepunkt ausgeben, um einen davon auszugleichen. Eigentlich kannst du damit vor allen Dingen Würfel upgraden. Du könntest. Das machst du vor dem Wurf. Aber du hast jetzt das Einzige, was übrig bleibt, ist dieses kleine unerklärbare Symbol. Das ist ein bisschen. So ein Vorteilssymbol. Aussieht und das ist ein Vorteil. Das heißt, er hat jetzt nichts erreicht, aber es gibt ihm einen kleinen Vorteil dafür, wenn er es das nächste Mal probiert oder was anderes macht. Die Stimme am anderen Ende, ziemlich eindeutig, ein Mensch sagt: Es gibt hier eine Station im System, fliegen Sie die ein. Wir haben es eigentlich wirklich eilig. Flacher Adler. Also, so, was machen wir jetzt? Fliegen wir jetzt die Station. 700 Credits und ein wenig Bier halten wir nicht an. Wir können die Station nicht anfliegen, wir haben da mal... aber das ist eine andere Geschichte. Ich verdopple das Angebot. Okay. Und wir haben hier noch 3 Sixpacks drauf. Okay. Sie wollen das Bier nicht. Du kriegst Vorteil dadurch, dass du mehr geboten hast. Möchtest du den helle Seite Ja, ich gebe den Punkt aus. Der wird dann jetzt auf die dunkle Seite geflippt. Ja, das ist schade. Aber jetzt kann ich den Würfel upgraden. Mhm. Die alle. Okay. Und jetzt stehen die Chancen doch deutlich besser. So, ich habe hier 6 Erfolge, minus 1, also 5 Erfolge und einen negativen Nebeneffekt. Ihr wart das also? Das ist fast schon legendär auf der Station, dass ihr abgezogen habt. Wir verstehen uns also. Wir verstehen jetzt, warum wir da nicht hin können. Ja. Wir würden alles vorbereiten, sodass es wirklich schnell geht. Gebt mal euren Standort durch und dann fliegen wir euch an. Ich
Ich gebe den Standort durch. Mhm. Es dauert auch tatsächlich nicht lange, dann seht ihr erst auf den Sensoren und dann tatsächlich auch mit dem bloßen Auge, wie dieses Schiff näher kommt. Es ist ein eher fast kantig, bullig gebauter Frachter, nicht annähernd so elegant wie dein Schiff. Ja. Die Borg. Falsches Universum. Was? Und auch nicht ganz so würfelig, eher so länglich. Das ist schon ein bisschen lustig, wenn Star Wars auf einmal so ein Kubus. Wir sind die Borg, die werden assimiliert werden. Entschuldigung. Wir sind die Borg. Wir gehören Disney, niemand assimiliert. Jeder Lebensform wird. Wir sind schon so assimiliert worden, wie es nun geht. Und der kommt also längsseits, beziehungsweise im Fall des Falken von oben, wo eine von den Andock-Schleusen ist. Bereiten Sie sich aufs Andocken vor. Tumi springt auf, um dafür alles zu sorgen, und stapft nach hinten. Ja, Sie werden bewaffnet sein. Es wird nicht ungewöhnlich sein, Sie werden auch erwarten, dass wir bewaffnet sind, und wir werden erwarten, dass Sie bewaffnet sind. Ich werde das Geld bereithalten, aber ich denke, wir sollten einfach als Erste schießen. Das finde ich auch. Gut. Ohne Laserkanone geht gar nichts. Gut, dann halte ich mein Gewehr locker über der Schulter. Es öffnet sich die Schleuse, die ja mit so einer Treppe, mit so einer Leiter nach oben nur erreichbar ist, und steigt jemand in einem Overall runter, der in einem schreienden Orange gehalten ist, der schmutzige Hände auch an seinem Overall abstreift, hat einen Blaster an der Seite, der etwas, ja, nur so halbgar umgeschlungen ist, als wäre es in letzter Sekunde noch hinzugefügt worden zu dem Outfit, springt dann von der letzten Sprosse der Leiter runter und zieht sich so ein Säckchen, das er auf der Schulter hat, runter. Also, ihr seid die Leute, die was an ihrem Antrieb kaputt gemacht haben. Und so, dann weicht er einen Schritt zurück, als er den Wookie sieht. Ganz ruhig. Ja, ich hab's kaputt gemacht. Ja, dann will ich mal die Credits sehen. Ich hab sie ja dabei. Und wo ist das Teil? Hier drin. Er streckt die Hand aus. Das ist so ein winziges Teil, verdammt, ich habe ihn gehofft. Ja, bitte mal aufmachen. Ja. Kann gleich was Größeres. Aufmachen, in Ordnung. Er stellt das ab mit einem Klonk. Welche Rasse, Spezies hat er? Das ist ein Mensch. Ein Mensch? Hat er ungefähr seine Größe? Ekelhaft. Er hat grob seine, bisschen kleiner vielleicht, ja. Was hat er so für Klamotten an? Mhm. Einen orangenen Overall, der ziemlich verschmutzt ist. Also, hier. Passt der Standard bei euch? Du siehst da drin das Maschinenteil. Tja, Chewie, was meinst du? Chewie sagt ja, wenn wir tatsächlich eins bräuchten, wäre das genau das Richtige. Okay. Meinst du, wir können eins auf Vorrat gebrauchen? Nein. Gut, ich hol die Credits raus, stelle mich so, dass er zwischen uns, also zwischen Wookie an und mir steht, und fange dann an so zu zählen. Mhm. Ja, das ist ein bisschen schau mal, schneller. Schau mal eine Laserkanone. Schau mal Chewie an. Ganz unauffällig. Mhm. Chewie schaut dich an. Dann ziehe ich meine Laserkanone und schieße ihm die Laserkanone vom Gürtel. Gut, und jetzt kommt der Punkt, wo wir noch ganz viel würfeln bzw. uns entscheiden. Normalerweise es gibt so etwas, das nennt sich Initiative. Da will man schauen, wer ist als erstes dran. Aber da der Typ nicht damit rechnet, dass du ihm jetzt in den Rücken schießt, darf der erstmal gar nichts tun. Das heißt, ich habe ihm nicht in den Rücken geschossen. Ich habe ihm die Laserkanone weggeschossen. Ah, du versuchst ihm tatsächlich die Waffe vom Gürtel zu schießen. Mhm. Gut, dann probieren wir das doch mal. Und du hast einen Wert tatsächlich mit deinem Blaster. Ah, jetzt muss ich würfeln. Ja. Okay. Jetzt musst du würfeln. Mit du was? Du bist da vermutlich relativ Würfel. Hier ist deine Waffe. Hier ist dein Würfelpool. Du hast also 4 von diesen grünen Würfeln. DL44. Mhm. 4 grüne. Tja, und tatsächlich, um ihm das Ding vom Gürtel zu schießen, ist die Schwierigkeit aus der... Also direkt aus der nächsten Nähe zu schießen, wäre nur ein solcher Würfel, aber du willst ja gezielt was Bestimmtes treffen, deswegen wird es ein bisschen schwieriger. Also kriege ich 2. Genau. Und jetzt sortieren wir aus. Okay. Das ist ein Erfolg, das sind diese Zusatzsymbole, die dir einfach einen Vorteil bringen. Das ist ein Erfolg. Was ist das? Und die heben wiederum diese hier auf. Das ist am Anfang echt gewöhnungsbedürftig, aber nach einer Weile hat man es raus, dann bildet man einfach Pärchen, das kommt weg. Das kommt weg. Das ist das, was übrig bleibt und was entscheidet, was passiert. Das heißt, du schießt ihm tatsächlich locker einfach diesen schlecht umgelegten Waffengurt von der Hüfte. Nicht schlecht, ja? Er stößt einen erschrockenen Schrei aus und kann aber nicht irgendwie wirklich weg, weil hinter ihm steht ein Wookie und du und vor ihm steht er und neben ihm eine kleine Blechdose, die ihn jetzt auch unfreundlich anpfeift und einen von seinen Arbeitsärmchen rausholt, der Funko sprüht. Okay, ich verlasse mich drauf, dass die Situation unten irgendwie geklärt ist. Nimm mein Blastergewehr und kletter so schnell wie möglich hoch ins andere Schiff. Okay. Der unten, der vor dir steht, hebt die Hände und der wirkt ein bisschen so...
ältester Trick der Welt und drauf reingefallen. Wo ist denn, ja, so ungefähr, wo ist denn bitte jetzt die Ehre unter Schmugglern und Piraten? Chewie nimmt seine beiden großen Arme und macht einfach den Bud Spencer. Und da liegt er. Das ist kein Problem, Chewie folgt deinem Nicken und deinem Blick, bam, und der Mann geht zu Boden mit vermutlich am nächsten Tag sehr, sehr schlimmen Kopfschmerzen, aber der ist mal ausgeschaltet. Ja, das glaube ich auch. Dann schaut Chewie dich fragend an und zeigt nach oben und fragt dich, soll ich hinterher? Ja, na los. Hinter dir beginnt der Mucki zu klettern. Ich kletter hoch und hoffe, dass ich nicht in drei Blasterläufer blicke, sondern vielleicht nur in einen. So, was müssen wir jetzt noch finden? Wir müssen das Schiff übernehmen. Das Schiff. Das Schiff müssen wir übernehmen. Okay, genau. Ja. Und also, eure Gewalt bringen. Also drei sind noch da. Bis zu drei vermutlich. Ihr wisst nicht genau, wie viele Leute die an Bord haben. Du kletterst hoch und tatsächlich das Erste, was du siehst, ist ein Blasterlauf von jemandem, der gerade um die Ecke gebogen kommt, als er den Schuss gehört hat, offensichtlich. Es handelt sich dabei um Zabrak, also Hörnchen auf dem Kopf. Zabrak. Mhm. Genau, ein Zabrak. Und der sehr überrascht schaut, als du gerade eben mit Schnauze und Waffe voran aus der Luke kommst. Ja, gut. Ich habe ja eine ganz gute Deckung eigentlich, solange ich auf dieser Leiter stehe. Mhm. Deswegen gebe ich direkt ein bisschen Feuer ab, um ihn zurückzudrängen, um dann rausklettern zu können. Also ich will gar nicht groß treffen. Kann natürlich sein, dass ich das tue. Mhm. Aber im Grunde genommen will ich einfach nur, dass er in Deckung geht, damit ich raus kann. Und die Nächsten raus können. Ich glaube, das ist kein Problem. Du machst also einfach sozusagen einfach dieses Deckungsfeuer. Ja. Und schaffst es dann rauszuklettern. Hinter dir folgt ein wütender Wookie, der anfängt, seinen Bowcaster vom Rücken locker zu machen. Und dann in die Richtung dieses Ganges runterstirbt und sich vermutlich relativ zuverlässig um den Zabrak kümmern dürfte. Gut. Du hörst aus der anderen Richtung jetzt aber auch Stimmen und Rufe und jemand, was ist da hinten los? Dann stürme ich da einfach hin. Überraschungseffekt ist immer gut. Du findest dort das Cockpit vor und darin einen weiteren Menschen, der aber deutlich schickere und bessere Klamotten trägt als der Techniker vermutlich, den er unten hat ausschalten lassen und entwaffnet hat, der auch aufspringt und seine Waffe zieht. Was machst du eigentlich? Also mache ich mich durch die engen Gänge auf den Weg und höre weit entfernt Laserfeuer. Ja. Wahrscheinlich, ja. Vermutlich. Wir gehen zu dir, der du im Cockpit auf jemanden Überraschte stößt. Das heißt, wir entscheiden jetzt, wer von euch beiden schneller ist mit einem Wurf auf Wahrnehmung. Mit einem Wurf auf Wahrnehmung? Ja. Mhm. So, meine Wahrnehmung. Wo ist denn war? Ach, das ist ein Talent, das ist gar nicht. Mhm. Ich bitte vier Erfolge. Ah, du bist als Erster dran, problemlos. Habe ich fast gedacht. Und mit dem gleichen Würfel kann ich dann auch auf ihn schießen. Mhm. Ach so, ich habe natürlich noch. Ja, den musst du dazu würfeln. Habe ich quasi schon. So, dann biete ich zwei Erfolge und Nebeneffekte. Das heißt, erstens treffe ich ihn und zweitens, also ich könnte jetzt auch erzählerisch einfach sagen, mir quasi was wünschen, was noch passieren könnte. Was für ein Nebeneffekt, naja, er kann halt stolpern oder so, irgendwas, der Schuss drängt ihn halt nach hinten, sodass er keine Deckung finden kann oder so. Du triffst ihn auf jeden Fall an der Schulter und dabei auch ein bisschen tatsächlich den Pilotensitz mit, in dem er saß, sprüht Funken und es steigt eine Rauchwolke auf, die ihm in die Augen steigt. Er macht einen Schritt zur Seite, wedelt und das Nächste, was er sieht, ist, dass du halt immer noch mit der gezogenen Waffe vor ihm stehst und er fängt an, langsam die Hände zu heben. Captain Solo, Commander Solo trifft exakt passend zu dem Zeitpunkt ein, wo das alles schon erledigt ist. Mit der Laserkanone und ich sage, oh, gut gemacht. Danke. Dann müssen wir jetzt das Schiff übernehmen. Ich glaube, das haben wir schon. Stimmt's, Captain? Ich fürchte ja. Aber ihr wisst überhaupt nicht, mit wem ihr euch da eingelassen habt. Wisst ihr überhaupt, zu wem dieses Schiff gehört? Nein. Zu wem? Dieses Schiff gehört zur schwarzen Sonne. Dann wissen wir es. Ihr werdet noch sehen, was ihr davon habt. Ja, erstmal werden Sie sehen, was Sie davon haben, sich einer Verbrecherorganisation anzuschließen. Ganz genau. Los. Er lässt sich von dir aus dem Cockpit vertreiben. Und das heißt, den Captain dieses Schiffes, den führt ihr ab aus dem Cockpit. Der geht auch vorne weg, wirft einen Blick über die Schulter. Wie stark ist die Crew? Wir sind zu dritt. Und wie stark ist sie wirklich? Ich drücke meinen Blaster in den Rücken. Er bleibt stehen, dreht sich um. Wir sind zu dritt. Na gut, dann ab in den Müll. Container mit ihm. Ja, Rettungskapsel würde vielleicht reichen. Rettungskapsel, na gut. Ja. Sind wir mal gnädig, ja? Ich nehme an, ich soll euch jetzt zeigen, wo die Rettungskapseln sind? Ich nehme noch ein Sixpack Bier mit.
stelle ihm Bier mit in die Rettungskapsel. Wir wollen ja heute mal nett sein. Ja, wir wollen nett sein. Er zeigt euch tatsächlich, wo die Rettungskapsel ist und in dem Moment, wo du dich vorneigst, um das Bier abzustellen, was du so freundlich, weil du so ein Menschenfreund bist, greift er zu etwas an der Wand und reißt eine Leitung heraus und es gibt ein grelles Zischen und es entweicht irgendein gräuliches Gas daraus, das er versucht in eure Richtung zu lenken. Und du kannst jetzt tatsächlich mal würfeln auf Athletik. Achso, nein. Mit den Süßigkeiten würfeln, ja, die haben die passende Farbe. Mit Athletik. So, du hast vorhin gesehen, wie es funktioniert. Du nimmst der Wert, du drei Würfel. Grün. Okay. So. Und gibt dir. Ich gebe dir fiese Würfel. Das ist jetzt der Versuch von dir, das nicht abzubekommen. Mhm. Die würfelst du dazu. Und dann zählen wir gleich wieder. Ja, achso, die muss ich jetzt zunehmen? Ja. Okay. Die Chancen stehen gegen dich. Und die Chancen stehen. Ja, oh, das schaffe ich. Das sind böse Würfel. Worum geht's? Was ist ein weißes Rohr? Der hat ein Rohr aus der Wand gerissen, wo jetzt tatsächlich ein Gas rauskommt. Irgendetwas, das vermutlich dazu zur Lebenserhaltung oder sonst irgendetwas gehört, aber was er vermutlich nicht in der Konzentration atmen sollte. Das Gas ist nicht so gut. Ja. Xylometazolin, Hydrochlorid. So. Was auch immer. Tatsächlich. Sieht nicht gut aus. Ja, es ist gleich. Du hast es nicht, du hast es nicht geschafft. Also er hat keinen Erfolg. Das heißt, es ist nicht geschafft und es bleibt auch überhaupt nichts übrig dann am Ende. Han Solo kriegt auf die Backe. Han Solo kriegt eine volle Dosis von diesem Gas, was auch immer es ist, ins Gesicht. Du weichst hustend zurück. Du hast im Hintergrund den wütenden Aufschrei von Chewbacca, der es überhaupt nicht gut findet. Und du spürst, wie jemand nach deiner Waffe greift. Also Hände, die versuchen, dir die Waffe wegzunehmen. Ich glaube, in dem Moment schieße ich auf ihn. Auf ihn? Nein, nicht auf ihn. Auf den Menschen, nicht auf den Captain. Auf ihn. Ja, genau, auf den Captain. Die sehen für dich eh alle. Ja. Die sehen für dich wahrscheinlich eh alle gleich aus, diese Menschen. Ja, was gut. Weiß ich. Ein lila Würfel, du stehst ja fast direkt dran. Ja. Also ich treffe, aber... Du triffst ihn tatsächlich und er geht jetzt mit einem Schrei zu Boden. Du hast ihn ja vorhin schon deutlich verletzt. Aber es gibt ein leises Fusch und du siehst, wie sich das Gas anfängt zu entzünden. Oh. Der Mann liegt am Boden neben den Getränkeflaschen, die dort abgestellt wurden. Du versuchst zu zwinkern und du kannst nicht wirklich irgendwas um dich herum ausmachen. Du hast ein Brennen in den Augen und du kannst fast nichts sehen von deiner Umgebung. Du hörst nur ein sehr verdächtiges Puff, so als hätte jemand was in Brand gesteckt. Okay. Ich sehe nichts mehr. Weißt du, was dein Vorteil ist? Du spielst einen Charakter, der auf keinen Fall sterben wird. Toll. Das kann ja nicht. Es wäre ungünstig, sein. Ja. Wir müssen das irgendwie wegerklären. Okay, ich habe, Ist überhaupt Zeit, irgendwas zu tun? Oder macht's? Explodiert jetzt einfach. Ich versuche, also meinen Blaster zu kommen. Du hast Hände gespürt, die versucht haben, ihn aus deinem Gürtel zu ziehen. Und hast ihn aus meiner Hose. Klackern gehört. Wollte die Wäsche. Und ihr steht jetzt mehr oder weniger im Shot zu der Rettungskapsel. Hinter euch das Schiff, zu dem die Rettungskapsel gehört, vor euch die Kapsel, in der sich jetzt was entzündet hat und wo der Captain sich am Boden windelt vor Schmerzen. Ist in der Tür der Kapsel irgendwas? In der Tür steht ihr und es gibt innen wie außen jeweils ein Feld, das man berühren muss, um sie zu schließen oder zu öffnen. Innen und außen? Ja. Jetzt liegt es an dir. Was ist, das heißt, der Letzte kommt nicht vom Schiff runter? Man kann sie auch einfach von innen schließen. Aber nicht von außen? Beides möglich. Gut, dann versuche ich ihn aus der Tür rauszuziehen und auf den Schlüssel zu hauen. Okay. Mach mal auch da einen Wurf auf Athletik, ob du das alles geregelt bekommst und den rausziehst. Ich bin da sehr gut drin. Du musst zum Glück gerade nichts weiter tun, als dich ziehen zu lassen. Soll ich noch nehmen? Du kriegst zwei Mine, ne? Möchtest du? Ihr habt keinen Punkt mehr übrig. Viel Glück. Nein, also ich habe keinen Erfolg. Du ziehst ihn rückwärts, aber ihr steht mehr oder weniger jetzt genau in dem Shot, als sich vor euch das Gas entzündet. Du stehst hinter ihm, das heißt, du kriegst nur das Fell angesenkt, aber Commander Solo bekommt schwarz, einen... Nicht mehr braun. Ja, bekommt einen ziemlichen... Ja, du spürst, weil du es nicht sehen kannst wirklich, also beziehungsweise du nimmst nur auf einmal eine grelle Helligkeit wahr und Hitze, die euch rückwärts boxt mehr oder weniger aus dieser... Rettungskapsel heraus, ihr hört den Schrei des Captains, der da am Boden liegt und das klirrende Geräusch von zerspringenden Flaschen unter der Hitze. Und als du dich wieder aufrappelst, siehst du halt da drin eine Feuerwand, die anfängt, die ganze Inneneinrichtung von dieser Kapsel zu zerstören. Offensichtlich hat jemand die nicht gut gewartet oder das, was gerade explodiert ist, war Teil des Löschsystems. Jetzt starte ich die Kapsel. Jetzt startest du die Kapsel. Ja. Das heißt, du schlägst auf die Fläche außen. Ja.
schließt sich, ein weiteres Shot geht zu und dann siehst du, wie sie ins All hinausgeworfen wird. Kurz siehst du noch den nicht mehr ganz frisch aussehenden Captain mit verbrannten Haaren und rotem, angeschwollenem Gesicht von innen gegen die Scheibe schlagen. Hey, er wollte es so, er wollte es so. Und dann trudelt er langsam außer Sicht und du siehst dann nur noch eine Explosion und einzelne Teile, die vorbeifliegen. Keine schöne Art, in einer Rettungskapsel weggeschossen zu werden, aber immerhin hat er Bier.